So, wir sind jetzt hier beim Fischtraining. Die achten jetzt genau drauf, wo die Zindlinge sitzen. Hochkonzentriert. Und die Zindlinge haben sich wahrscheinlich schon hier positioniert, um schnell wegkommen zu können. Das ist also hier ein Sondereinheitskommandotraining. Man probiert, die Zindlinge von zwei Seiten hier einzukesseln. Da sind vier Zindlinge hier vorne. Das ist die Vorhut. Die checken jetzt die Lage und geben die Informationen nach unten weiter. Das ist sozusagen der Krisenstab, der da oben sitzt. Ich habe ganz vergessen, darf ich dich filmen? Sorry. Ich bin hier einfach am Filmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das filmen darf. Die Zindlinge werden nicht gefragt. So, wir achten jetzt mal drauf. Also, der Krisenstab ist abgetaucht. Der hat sich jetzt in andere Regionen verzogen. Ich gehe jetzt mal vorsichtig hier wieder rüber. Und dann gucken wir mal, wo die Zindlinge sind. Kannst du die Zindlinge sehen? Die kleinen Zindlinge, die schwarzen. Sind weg, ne? Okay, also. Ja, das sind die Blindlinge. Die schwarzen, die sind die, die wir gerade trainieren. Ja, das funktioniert. Also die roten sind nicht relevant. Das sind so Zeigerfische, sag ich mal. Dann sieht man schneller, wo die schwarzen sind. Also, die Spannung steigt. Hier unten ist richtig was los. Ihr seht die Nervosität hier am Boden des Sees. Das ist so ein Teilabschnitt vom Bodensee hier. Da unten ist richtig was los. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die formieren sich jetzt neu. Und jetzt wisst ihr auch, warum das Zeigerfische sind. Weil ich jetzt gesehen habe, seht ihr das da unten? Da ist die ganze Crew. Und auch der Krisenstab ist mit dabei. Und die schwimmen jetzt hier in die Ecke. Genau richtiges Verhalten. Genau richtig. Also die Zindlinge sind fast so weit, dass wir die in der A aussetzen können. Vielleicht sogar mit den Zeigerfischen. Dann könnt ihr selber mal in der A schauen, wie das funktioniert. Die Pferde sind jetzt alle irritiert, weil die keinen einzigen Zindling mehr sehen. Die warten förmlich drauf. Man sieht es immer an den Ohren. Seht ihr das? Das Pferd hier probiert gerade zu orten, wo die Zindlinge sind. Das ist so eine Art Sonar. Hinten ist keiner. Wenn jetzt ein Ohr nach vorne und eins nach hinten geht, das ist die Angriffsstellung. Jetzt wird nach vorne geschaut. Ja. Nix. Nix. Also, wir halten fest. Die Zindlinge sind eigentlich fast so weit, dass wir die aussetzen können. Man sieht hier keinen mehr. Auch der Führungsstab ist komplett weg. Man hat die Gefahr erkannt. Und ich würde sagen, ja, sollen wir noch mal warten? Aber ich würde sagen, es hat funktioniert. Ja, sie gibt genervt auf. Entnervt und genervt auf und geht jetzt raus. Hier wird nochmal abgewartet. Tja, die Depression sieht man. Der Vorwärtsgang geht nicht mehr rein. Ich würde sagen, das geht alles ohne Zindlingsschaden hier. Paula, die Fische sind alle weg, haben sich alle versteckt unter dicken Steinen. Hat funktioniert. Also ihr werdet hier keinen Fisch jetzt mit Bauch nach oben schwimmen sehen. Die Ausbildung ist abgeschlossen. Vielleicht bringe ich einen Eimer Zindlinge mit. Ich werde das aber noch mit dem Vorsitzenden vom Fischverein abklären, den ich ja kennengelernt habe. Und die auch mitgeholfen haben, die Auen aufzuräumen. Mal schauen, ob die diese neue Art haben wollen.
Ich gehe davon aus, dass ja, weil im A-Bett muss auf jeden Fall noch gebaggert werden. Und kein Zindling zu sehen, selbst die Zeigerfische und vor allem der Führungsstab ist weg. So soll das sein, wie im normalen Leben. Bis dann. Tschüss.